Was geht? Bevor jetzt dieses wunderbare Video mit Stroppo hier in seiner atemberaubenden Vielfalt sich präsentiert, möchte ich ganz kurz etwas ansprechen. Und zwar gibt es am 15.08.2020 eine Saturn-Eröffnung mit mir gemeinsam als Partner vor Ort. Gemeinsam bin ich damit Asus vor Ort. Es gibt 150 Tickets zu kaufen. Die kosten 5 Euro. Müssen wir machen, weil ich sonst eure Daten nicht bekomme wegen Corona-Richtlinien. Deshalb auch nur 150 Tickets. Wir hätten gern mehr gemacht. Also beeilt euch. Tickets schnell ausverkauft. Ihr kriegt ein Goodiebag vor Ort, der auf jeden Fall deutlich mehr wert ist als tatsächlich nur 5 Euro, also da wird deutlich mehr drin sein. Es gibt die Möglichkeit, eine Grafikkarte zu gewinnen, Fotos mit mir zu machen und viele weitere coole Aktivitäten erwarten euch vor Ort, ja. Wie gesagt, 15.08.2020, 15 Uhr am Saturn am Hansaring in Köln, also alle Leute aus der Umgebung, kommt gerne vorbei. 5 Euro kostet der Spaß und hier nochmal ein ganz kurzer Trailer, wie das Ding aussieht. Es wird richtig geisteskrank fett. Link in der Beschreibung, gönnt euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, und los geht's. Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal. Nee, genau. Hallo Freunde. Also kurze Erklärung, das sind die Mütter der beiden, ja. Ne? Ja. Herzlich willkommen. Was? Haben die auch beide Tourette? Nee, also einer von vier Tourette. Das ist Jan, das ist Tims Mama, Tina und das ist Mario und Jans Mama und alle haben kein Tourette außer Jan. Sau schade. Nee, ist gut. Bei Gewitter im Kopf. Auf unserem Kanal. Heute mit... Nicht auf unserem Kanal. Auf deren Kanal. Genau. Heute mit Tina. Und Marion. Hi. Das wird... Ey, die Mütter sind so sympathisch, oder? Die sind so liebe Mamis, Alter. Super. Wir freuen uns schon. Wenn man Gewitter im Kopf auf mich steht. Ich sterbe. Ja. Wir werden heute mit unseren Müttern Wer würde eher spielen. Genau. Und wir haben dazu auch ein Video gemacht, wo wir die Plätze getauscht haben. Das heißt, wo unsere Mütter das mit uns gespielt haben. Mhm. Ach, deine Frisur ist heute aber hässlich. Oh, Digga, das ist so. Nice. Und so reagiert man darauf. Ach, sind die Haare seit der Chemo nachgewachsen? Habt ihr die Krebs? Digga, ich weiß es nicht, glaube ich. Hoffe nicht, Alter. Hast du mir gerade in die Brust gefasst? Ihr habt uns bei Instagram Fragen gestellt und wir werden jetzt herausfinden, wer von den beiden Hübschen hier das eher machen würde. Muss doch mal fern, es wird hier wieder grau. Das Ding ist halt, bei ihm ist halt so krass, weil er halt alles macht, wirklich, was unangenehm ist. Weißt du, was ich meine? Also das er lebt ja mittlerweile auch davon. Ja, also er muss es ja darf es ja rauslassen. Der fühlt es. Ja, halt, das finde ich halt so nice. Sag mal, dich mit zum Friseur nehmen. Ja. Oh, das ich stelle mir nur vor, er hat gar kein Tourette und dachte sich das aus Witz und zieht es einfach durch. Ich kenne die beiden ja auch privat so. Ey, da sind Sachen passiert, Alter. Der hat fast schon Feuerlöcher und alles. Also der hat ja auch motorische Ticks, die dann teilweise richtig krass sind. So, er hat irgendwie Feuerlöcher von der Wand gerissen und sowas und schmeißt einfach mit Eiern manchmal um sich. Also, das ist schon krass, ehrlich. Okay, kommen wir zur ersten Frage. Ja. Wer würde eher seinen Sohn dazu kriegen, zu bügeln? Sie geht. Also eigentlich ist das Ziel ja, dass man reingedrückt. Egal. Ja, okay, ich hab glaube ich noch nie gebügelt. Wer macht das eigentlich, seitdem ich nicht mehr bei euch wohne? Ja, ich. Und wer bedient jetzt die Waschmaschine, seitdem ich auch ich. Alles ich. Kannst du bügeln? Kennst du das Video schon? Nee. Du? Okay. Bügeln? Nee. Das Letzte, was ich jemals tun würde. Würdest du eher jemanden umbringen? Mit einem Apfelschnitz vielleicht. Oh. Tut es da nicht nochmal Säure rein, weil das hat die Weißwäsche kaputt gemacht. What the fuck? Rohrreiniger gehört nicht in das Weichspüler. Boah, Alter, wie intelligent er auch roastet. Das ist das Ding, da sind teilweise so komplexe Ticks dabei, Alter. Da war der Hausmann bei euch gewesen. Ja, als... Sie hat das gemacht, sie hat das getan, es war alles kaputt. Echt? Nein, ich hab gesagt, wir sind eine WG und jeder muss Arbeit übernehmen. Da sagt der Straße... Ja, war ich nur dem Thema auf. Straße-Kind...
Wie geil. Warum schau ich auch so schlagfertig halt, ne? Ja. Den tue ich nicht. Die Weißwäsche ist trotzdem kaputt gegangen. Wer würde eher sein Kind verkaufen? Nein. Doch beide für einen Euro. Nein. Ich hab gesagt, nein. Ja. Nein, nein. Nein, das machst du nicht. Ja, das machst du nicht. Für eine Flasche Rotkäppchen hätte ich mich in die Klappe gestellt. Für eine Flasche. In die Klappe. Für eine Flasche Rotkäppchen hätte sie mich in die Flasche, in die Klappe gestellt. Diese Babyklappe. Was kostet, warte, was kostet eine Flasche Rotkäppchen? 3 Euro oder so? Beide, beide. Das ist das Ding. Gisela, also sein Tourette triumphiert auch immer richtig. Weißt du, was ich meine? Das ist so krass. Okay. Ich würde ja auch meine Mutter verkaufen. Boah, Rotkäppchen. Für Werbezwecke. Für Werbezwecke. Wer würde eher das Gesetz brechen? Oh, sorry, das war sehr viel. Also bei dir glaube ich, weil du zu schnell Auto fährst, und bei dir weiß ich es nicht. Ja, das ist. War ich auch nicht. Soll ich es wirklich machen? Was? Ja, wie sind wir denn an unsere Zange in der Küche gekommen? Ja, aus welchem Restaurant wurden die denn gefällt? Wie sind wir wohl an unsere Zange aus der Küche gekommen? Aus welchem Restaurant haben wir die wohl geschenkt? Das war ein liebes Geschenk. Ach so, klein bisschen, wie heißt das nochmal, wenn man, wie man immer klauen muss, der Fachbegriff, notorischer Dieb, wie heißt denn das nochmal? Nicht Klaustrophobie. Doch. Kleptomanie, hier. Nächste Frage. Wer würde bei einem wichtigen Gespräch laut furzen? Keiner. Du bist schon manchmal so ein bisschen. Ah, das ist doch meinem Kollegen von dir passiert. Nein, mir ist das mal passiert. Ja, so, Digga. Hau erst mal den Kopf. Ich kenne die Geschichte, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob das bei dir war. Willst du das erzählen? Oder ja, wir haben Karten gespielt. Und ich saß am Ende des Tisches. Ich musste aufstehen, wo ich die Karte abgeworfen habe. Oh, Digga. Stell dir vor, du scheißt dich dann einfach ein, Junge, wie geil. Leute, Mann. Wann hast du mich das letzte Mal eingeschissen? Sei mal jetzt ganz ehrlich. Ewi, ich wollte exakt dieselbe Frage in diesem Moment an dich richten. Schön, dass wir drüber sprechen. Okay. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht, wann, und es war gar nicht so lange her. Bei mir auch nicht. Jeder Mensch, ob du eine Frau bist oder ein Typ oder eins Katze, was ist eine andere Geschichte mit dem Träumen? Wenn du furzen musst und du hast einfach eine gute Zeit und bist zuversichtlich, dann kann niemand was dafür. Und das passiert. Soll ich dir erzählen, wie ich mich mal eingekackt habe? Bitte. Ich habe, also bei mir ist das damals im UFO passiert. Ich habe, das ist vor so 2,5 Jahren gewesen. Ich habe einfach so, wie heißt denn das nochmal? Kreatin habe ich eine Kur gemacht, eine Kreatinkur. Ne? Und ich habe halt vorhin nichts gegessen und nur getrunken. Ich habe das einfach getrunken, bevor ich was gegessen habe. Dann habe ich so, saß ich so am PC, lalalala, und ich furze so, und ich merke so, wait a minute, Digga. Und dann bin ich im so. Im Stream. Nein, aber halt so. Aber ich habe mir einfach halt ein bisschen in die Hose gekackt. Dann kam so ein klein bisschen Durchfall raus. Und dann zum Glück habe ich eine Wechselunterhose dabei gehabt. Und dann habe ich mir den Arsch gewaschen in unserem Büro und war fett kacken. Und dann war das Kreatin wieder raus. Also, das Räudigste ist nicht den Arsch zu waschen, sondern die eingeschissene Unterhose waschbecken. Da steht man als erwachsener Mann und holt mit der anderen Stuhlseite die Scheiße aus der Unterhose. Ich habe dir vorbeifahrende Autos geworfen. Ja, sowas mache ich. Naja, jeder Geil, ich find's geil, wie es gerade einfach straight eklig wird, weil das sind die authentischsten Geschichten und jeder kann relaten. Ich glaube, auch deswegen kriegt dieses Video mindestens 10.000 Klicks. Ja. Ja. Ein wichtiges Gespräch. Ja, wir mussten Karte spielen. Wir mussten Poker. Wer würde eher bei einer Party auf der Toilette einschlafen?
Bro, what the fuck? Das hab ich sogar schon mal das einfach beide. Schon mal ich hab das mal beobachtet. Tina, mir auch, aber ich hab gedacht, ich guck jetzt mal ganz unschuldig. Vielleicht werde ich nicht getunkt. No, wir waren irgendwo auf einem Konzert. Das ist eine weirde Situation irgendwie. Einfach irgendwie ständig einfach zwei Mütter so gedunkt werden. Das ist eine komische Szenerie. Ja. Auch das Geräusch dazu. Irgendwie alles. Wenn man jetzt kein Bild hätte, wäre es sau seltsam, Alter, wirklich. Es gab nirgendwo ein ja, ganz Bild. Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass so auch die Toilette auf den Deckel und dann hab so den Kopf haben. Und die sich das unter einem anderen Genuss reinziehen. Oh, nein, stopp! Muss ja ein Hammer-Konzert gewesen sein, oder? Wer würde eher das Kind zur Adoption freigeben? Niemals. Nein, auf gar keinen Fall. Meine Mutter wollte die Babyklappe treffen, aber ich bin runtergefallen. Deswegen habe ich heute so einen Schatten. Wie geil. Also das ist ja nicht gelogen. Das ist so. Ja, wahrscheinlich. Was ist denn dann bei dir passiert, Tim? Oh, der Tim ist auch nicht ganz gesund. Sagen wir es mal, wie es ist. Der hat auch den einen oder anderen Stich. War ich echt so ein fettes Baby? Ja. Heck, hast du nicht reingepasst in die der Babyklappe? Der hat fast 5000 Gramm gewogen. Bei der Geburt 5000 Kilo, Maschallah, Bruder, Digga. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Bro. Die sind alle ganz schön frech, ne? Ja. Ja. Wer würde sich eher ein Mädchen anstatt dem Sohn wünschen? Nein. Meine Mutter ist ja nicht die Alte von RTL. Die haben mich da mit Gisela angesprochen. Ja. Mama, kannst du dir mal sagen, dass ich das nicht mache? Ja, das mache ich. Wer würde eher ein Tequila exen? Das ging schnell, das ging sehr schnell. Nicht mehr. Mexikaner mögen sie beide. Wie bitte? Mexikaner. Also ich wiederhole mich doch nicht für dich. Wer würde hier sein neues Auto schon am ersten Tag kaputt machen? Ich nicht. Die fährt gerne durch den Vorgarten vom Bürgermeister. Was sind das für Fronts? Ich kann mir das bei dir auch jetzt wurde die Info getroffen. Ich hab gesagt 5000 Kilo, Alter. Das fetteste Baby der Welt. Das ist einfach ein 5-Tonnen-Kind. So ein riesiger. Ich muss das kurz skizzieren, warte. Das ist einfach so. Warte, ich male es dir kurz auf, damit du verstehst, warum es lustig ist, ja? Das ist dieses Baby, ja? Alter, man kann auf dem Bildschirm malen. Ey, wie geil ist das denn? Hey, ich sehe aber nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nur, dass dein Cursor sich bewegt. Echt? Na. Oh. Moment. Das ist das Baby und das neben seine Arme. Und das ist dann, wenn das Baby 5000 Kilo wiegt. Und hier sind seine Beine. Sieht ein bisschen aus wie Akani. Hier sind seine Beine. Und das Kind ist einfach. Und das hat so einen richtig roten Kopf. Das verkaufe ich jetzt als Merchandise, da sehe ich mich. Oh, bitte mach. Ja, so sieht ein 5000 Kilo Baby aus, falls ihr es schon mal sehen wolltet. Bitte auch die Distracks in diese Woche in diese Richtung. In anderen Vorgarten. Ja. Weiß man das? Ja, der Bürgermeister hat mich gerettet. Oh. Ach, das war gar nicht der Bürgermeister, wo du reingefahren bist. What the fuck? Ja, da habe ich einen Vorgarten. Mit dem Bürgermeister. Wer würde Warum eher das Handy von seinem Kind schauen? Nee. Das sind Sachen. Doch, diese. Doch, diese. Die ertrinkt gleich. Die ertrinkt gleich. Guantanamo be like. Die ertrinkt gleich. Auf Waterboarding angelehnt. Sian tut mich alles, aber deswegen würde ich da nicht gucken. Ich hoffe ja nicht, dass du auch nicht bei mir guckst. Das mache ich. Wer würde eher den Sohn des anderen adoptieren? Ja, die machen es beide. Oder? Ja. Klar würde ich den nehmen. Ich würde den auch nehmen. Ich würde den nehmen. Klar. Dass ich so einen gestörten Sohn habe. Hallo? Wer würde sich eher die Haare rot färben? Meine Mutter ist so rote, siehst du durchschimmern? Digga, es gibt so einen Running Gag mit der Roten aus dem Bootshaus. Bootshaus ist so ein Club, dass er hier angeblich im Bootshaus eine Rothaarige gefickt hat. Das stimmt aber nicht. Aber sein Tourette erzählt diese Geschichte immer wieder fortlaufend, dass er mittlerweile sich davon nicht mehr retten kann. Das ist also, für ihn ist es unmöglich, von diesem Stigma wegzukommen, dass er irgendeine Rothaarige im Bootshaus gefickt hat, was halt nicht stimmt. Das Bootshaus selber, der Club selber hat das schon mitbekommen mittlerweile. Die feiern das. Aber das Ding ist halt, die lassen keine Rot in den Spaß. Hallo, na? Eine große Familie. Hat sie auch schon mal was mit mir?
What the fuck? Gehört, was sie gesagt hat? Sohn, ne? Jan ist ja, ihr Sohn. Ja, 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 der steht hinter ihr. Also, ob sie schon mal was mit Jan. Ja, gut, ist ja. Oh, also, wenn man... er schaut aber auch gerade ertappt. Guck. Ja. Wenn man. Als ob. Er würde eher wegen seinem Sohn auswandern. Ich würde mit dir auswandern. Das will ich nicht. Wer würde eher für eine Stunde auf der Straße Musik machen? Boah, Bro, die drücken aber mit so Hass da rein. Was sind Blockflöte? Ja, ja. Was soll ich denn für Musik machen da? Ich kann mir das vorstellen, dass du da so rumhörst und dann so anfängst zu tanzen. So kann ich mir aber auch vorstellen. So Karnevalsmusik ist safe, Mann. Ja, natürlich. Ah ja, für ja, auf Karneval, klar. Da bring ich auf Tequila jeden Fall. Mit. Bisschen Doggy Dance mit der Sonja. Digga. Wer würde eher ein Popstar werden, weil das Geld zu knapp wird? Nee, bestimmt nicht, ey. Nee, ich glaube nicht, aber auch nicht. Wer soll denn was dafür bezahlen? Ich gucke dich ja keine Ahnung mehr. Oh. Du? 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 Würde ich dafür Star werden? Ich du? Selber? Hier irgendwann. Also wer sagt denn, dass ich mich noch nicht beim Sex habe gefilmt? Alleine zu Hause. Mit dem Senfglas. Genau. Als ob ich bei allen Gegenständen, die ich ficken könnte, gerade ein Senfglas wählen würde, wo es richtig... Ich habe ein Senfglas gefickt, du hast recht. Der Jan im Geschäft. Entweder ein Hund. Der Jan wird sich das angucken. Meine Mutter ist da. Hast du gesagt beim Einkaufen? Du bist einer. Hey. Doch, kauft ihre Videos, wir haben es verlinkt. Mario 69. So heißt ihre Seite. Das war nicht mal Gisela. Wer würde eher etwas anbrennen lassen? Meine Mutter lässt nichts anbrennen. Ich bin auch vorne zum Supermarkt. Oh. Alter! Die Finger! Krass! Wie alt ist der denn? Der Jan ist, glaube ich, 21? 20? Ach, ich schon, dass Tim bei einem Porno gezeugt wurde. Da hätte ich aber Bock drauf, wenn also ich die Wahl hätte, ich würde gerne bei einem Porno gezeugt werden. Ich würde gerne cool bei einem Porno denn? Einfach geboren werden. Gebumst werden. Oh, warte. Hab ich gehört. Schließt sich ja nicht alles, scheiß drauf. Oh. Man redet das so, ne? Das ist ganz normal, das deswegen. Ist halt jetzt nichts Unnormales bei uns. Geschichten auswerfen. Wer würde eher hat deine Freundin? Nee, der Rechte ist schwul, tatsächlich. Der Jan ist schwul. Gewitter im Kopf. Ja, ja, Jan ist schwul und Tim ach, nicht. Lol. Ja. Ich glaube, Marion ist so sehr trainiert. Ja. What the fuck? Kennst du schon die Tequila-Story? Da war alles voll. Alles voll. Das Auto, die Straße, der Flur. Die Straße. Alles. Die ganze Straße. Die Geschichte. Wer würde eher seinen Ehemann betrügen? Ach, du hast ja gar keinen mehr. Stabil. Mitten ins Herz. Au. Mitten rein. So. Alter, Full Front. Huch. Wer würde eher was mit Aaron Troschke anfangen? Bro. So, deine Schüssel ist gelb, rot und deine ist noch durch. Hast du da rein uriniert? Ja. Rot? So. Meine Mutter hat rote Haare. Warum ist die Schüssel gelb? Die Mutter des weil. Warum ist das Wasser gelb? Ich weiß es nicht. Gelb ist die letzte Farbe, die von dem Gesicht abgehen sollte, wenn man sie ins Wasser hält. Sogar rot ist natürlicher, ne? Ja, gelb. Braun ist auch. Nee, ja, Make-up. Drin ballern. Ja. Alter. Wessen Eltern haben eine illegale Schnapsbrennerei? Eine illegale Schnapsbrennerei? Man nimmt das Spiel jetzt einfach. Genau. Und guckt, was rauskommt. Ich würde sagen, dass dein Sohn richtig zugenommen hat. Oh, wie sie hart auch. Kopf da reinbüllt. Wie bitte? Beide Kinder sind ziemlich fett geworden, man kann es nicht anders sagen. Hallo? Aber das war aber ein sehr gezielter Stoß da rein. Das würde ich ja mal ersticken. Wer würde eher seine Mutter ersticken? Vielen Dank an euch beide. Oh, scheiße. Hat es euch da ein bisschen Spaß gemacht? Ja, total. Klasse. Sieht man doch. Wir hoffen natürlich auch wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Leute, schreibt gerne eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Wer würde eher Dates auf einem Friedhof haben? Was? Was? Date auf dem Friedhof? Quatsch. Quatsch.
Wir sind alle von der gleichen satanischen Seite. Die beiden gerne auf Instagram schaut da gerne. Alter, die haben einfach. Die hat doch nur einen Spionage-Account. Die beiden haben einfach Instagram, Bro. What the fuck? Die will ja auch wissen, was bei. Aua! Sag mal, ganz kurz, zeig mal bitte kurz. Zehner, wenn du da in die DMs leidest, Bro. Marion Z 2000. Marion Z 2011 und Marion Z 2011. Die. Derselbe Name. Moment mal. Die eine heißt gar nicht Tina, sondern auch Marion. Folgt den beiden gerne auf Instagram, schaut der Gerber dann vorbei. Nein, die hat doch nur einen Spionage-Account. Die will ja auch wissen, was bei. Au, 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 au! Im Leben abgeht. Vielen Dank, bei meiner Mutter täglich neue Katzenbilder. Also wenn ihr auf Katze steht, seid ihr da an der richtigen Adresse. Wenn ihr auf Hunde steht, seid ihr hier an der richtigen Adresse. Hoffentlich. Macht er mich gerne, Doggy. Oh, Digga. Aaron Troschke, falls du das siehst, meine Mutter steht auf dich. Ja, gönn dir, Aaron. Hey, Aaron. Boah, da kommt ja bald das große Aufeinandertreffen bei der Show. Ja. Der auch da. Ja. Der moderiert das. Oh, da bin ich gespannt. Aber bei der Show bin ich auch. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wir machen so eine Live-Show, da gehe ich auch hin. Nächsten Videos wiedersehen. Sau geil. Wenn ihr Bock habt, dass die beiden das nochmal machen. Sehr stark. Ja, weiter hier. Ah, süß. Das ist ein schönes Bild. Das kann man nicht anders sagen. Ja, doch. Doch, ja. Ja, Leute, sehr schön. Das war doch ein interessantes und, geiles Video, Alter, wirklich. Das kann man doch nicht anders sagen. Voll geil.